herzlich willkommen zu unserem neuen Video. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie die perfekte Grundbegrasung für eine wilde Wiese erzielen. Damit kein heller Untergrund, wie zum Beispiel Holz oder Gips, durchschimmern kann, werden alle relevanten Flächen vorkoloriert. Mit Hilfe des Noch-Grasmasters, dem Noch-Graskleber und den hier vorgestellten verschiedenen Grasfasern gelingt Ihnen eine realistisch wirkende Grundbegrasung. In unserem Begrasungsrezept Wilde Wiese verwenden wir für die erste Grundbegrasung das 4 mm Streugras Wiese. Die Flächen, bei denen wir mit der Begrasung beginnen wollen, bestreichen wir zunächst mit dem Noch-Graskleber. Jetzt kann das Begrasen der Fläche beginnen. Beim Begrasen sollte die Krokodilklemme in der Nähe der zu begrasenden Fläche befestigt oder gehalten werden. Nun bereiten wir die zweite Seite unseres Dioramas vor und begrasen diese. Nach einer Wartezeit von ca. 3 bis 4 Stunden können wir die begrasten Flächen absaugen. Eine vollständige Austrocknung des Klebers ist erst nach 24 Stunden gegeben. Wir bereiten für die zweite Begrasung unsere Mischung aus den Grasfasern Streugras Mittelgrün und Streugras Beige in der Länge 2,5 mm und 4 mm vor. Für ein naturgetreues Ergebnis werden die beiden Grasfasern miteinander vermischt. Nun benetzen wir partiell die Spitzen der kurzen Grasfaser. Dafür verwenden wir einen trockenen Pinsel und nur wenig Graskleber. Verbliebene lose Grasfasern, die beim Benetzen mit hochgezogen werden, unterstützen den wilden Eindruck und können nach der Trocknung wiederum benetzt werden. Nun geht's ans Begrasen mit der vorbereiteten Grasmischung. Für die dritte Begrasung verwenden wir das Wildgras Hellgrün. Partiell werden die ersten beiden Grasschichten benetzt. Nun geht's ans Begrasen mit der vorbereiteten Grasmischung. Wir bereiten für die vierte Begrasung unsere Mischung aus den Grasfasern Streugras Wiese und Streugras Beige in der Länge 4 mm vor. Beide Grasfasern werden miteinander gemischt. Nun geht's ans Benetzen. Das Benetzen der Grasspitzen kann für eine noch wilder wirkende Grasvegetation beliebig oft wiederholt werden. Unsere so erzielte Grundbegrasung finalisieren wir nun mit Bäumen, Büschen und Figuren, ganz nach Belieben.